Und wir gehen weiter zu Thomas Reichert in Hanoi. Und wir bleiben beim Thema und wir kehren sozusagen natürlich zum Treffen Trump-Kim zurück. Wie viel an diesem Treffen ist für Sie Symbolik und Imagepflege für die Nationen beider und wie viel echten Fortschritt kann man erwarten? Naja, da ist in der Tat ganz schön viel Symbolik dabei. Für Kim Jong-un ist es eine große Möglichkeit, sich selbst aufzuwerten, weil er den amerikanischen Präsidenten trifft, den mächtigsten Mann der Welt. Man hat es schon bei seiner Anreise gesehen, die er da über mehrere Tage zelebriert hat, indem er da mit seinem Zug von Pyongyang durch China bis nach Vietnam gefahren ist. Da hat er tagelang die Nachrichten beherrscht. Auch seine Ankunft heute früh in Hanoi war so ein zelebrierter Pomp voller Symbolik. Gleiches gilt auch für Donald Trump. Das ist natürlich eine Möglichkeit, seine innenpolitischen Schwierigkeiten zu überwinden, sich als Friedensstifter da zu präsentieren. Er spekuliert offenbar nach wie vor auch darauf, dass sein Erfolg beim Nordkorea-Konflikt ihm vielleicht dann doch noch irgendwann den Friedensnobelpreis einbringen könnte. Also viel Symbolik auf beiden Seiten. Die Chancen, dass hier wirklich etwas erreicht wird, die sind schon weitaus düsterer. Seit dem Singapur-Gipfel im Juni vergangenen Jahres sind in allen Verhandlungen, die danach folgten, im Grunde wenig Fortschritt erzielt worden. Im Gegenteil, die Neujahrsansprache von Kim Jong-un hat schon wieder scharfe Töne enthalten. Er hat gedroht, dass, falls die Amerikaner ihm nicht entgegenkommen, die Nordkorea versuchen werde, auf andere Weise seine Souveränität zu bewahren. Also da ist jetzt in den kommenden zwei Tagen vieles möglich. Wir dürfen gespannt sein, was dabei rauskommt. Die Atomwaffen sind für Kim ja eine Art Lebensversicherung. Was spricht denn dafür, dass er die jemals aufgeben würde? Es spricht tatsächlich nicht sehr viel dafür, dass er die aufgeben wird. Das war ein Ziel, das schon sein Großvater verfolgt hat, sein Vater. Und er hat in seiner Amtszeit bislang bis 2017 alles daran gesetzt, dass er es schafft, Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen bestücken zu können. Dieses Ziel scheint er erreicht zu haben. Das legen die Tests insbesondere aus dem Jahr 2017 nahe. Für ihn ist das in der Tat eine Art Überlebensversicherung für sein Regime. Und deswegen ist das große Problem dieser Verhandlungen, dass beide Seiten im Grunde unter Denuklearisierung etwas völlig anderes verstehen. Die Amerikaner wollen, dass Kim seine Atomwaffen vollständig aufgibt. Kim ist höchstens bereit dazu, das, wofür seine Vorfahren und er selbst hart gekämpft haben, aus seiner Sicht schrittweise aufzugeben. Das ist die entscheidende Krux vielleicht bei den ganzen Verhandlungen. Nord- und Südkorea, die waren ja schon öfter kurz davor, Frieden zu finden und vielleicht sogar zusammenzukommen. Wo stehen sie denn jetzt auf dem Weg der Annäherung? Das ist genau richtig und es lohnt sich vielleicht mal einen Blick zurückzuwerfen, wo man schon mal war. Unter dem US-Präsidenten Bill Clinton etwa gab es ein Genfer Rahmenabkommen. George W. Bush hat Sechsergespräche geführt, an denen China, Russland, Japan und auch Südkorea beteiligt waren mit Nordkorea. Bei all diesen beiden Formaten war man schon viel, viel weiter. Es gab konkrete Zeitpläne, es durften Inspektoren ins Land. Es gab Versprechungen auch von Seiten der USA, was die Nordkoreaner im Gegenzug für Abrüstung bekommen würden. Das alles ist letztlich gescheitert, muss man sagen, auch an nordkoreanischen Täuschungen, daran, dass viel versprochen, aber letztlich wenig oder gar nichts eingehalten wurde. Also das ist in letzten Endes kein gutes Omen für das, was man heute erreichen will. Und man muss sagen, dass man auf diesem langen Weg im Grunde aktuell erst am Anfang steht, dass man in früheren Jahren, Anfang der 2000er Jahre oder unter Bill Clinton, Mitte der 90er, schon einmal oder zweimal in dem Fall viel, viel weiter war. Wie viel Einfluss brauchen denn die USA in Südostasien und welche Rolle zum Beispiel spielt China, das ja auch eine Schutzmacht von Nordkorea ist? Naja, das sind im Grunde zwei Fragen. Wie viel Einfluss braucht die USA in Südostasien? Viel, weil es ein wichtiger Wirtschaftsraum ist und weil es sozusagen von strategischer Bedeutung für die USA ist. Umgekehrt gibt es natürlich auch Mächte, Staaten, die die USA brauchen oder jedenfalls sie als eine Art Schutzmacht brauchen. Das ist vor allem Südkorea, in dessen Land Zehntausende amerikanische Truppen stationiert sind als Schutz vor Nordkorea. Das ist aber auch Japan, auch dort sind Zehntausende Truppen stationiert. China in der Tat sieht das nicht gerne und dessen strategisches Ziel ist es ganz eindeutig, den amerikanischen Einfluss in dieser Region zurückzudrängen, letztlich die Vormacht
USA ganz aus diesem westpazifischen Raum zu verdrängen. Das funktioniert wie in einer Art Schachspiel, wo die Chinesen Stück für Stück Stützpunkte aufbauen im Ost- und Südchinesischen Meer, wo sie mit ihrer wirtschaftlichen Macht versuchen, Länder auf ihre Seite zu holen. Und die Tendenz, sozusagen die Gravitationskraft, die geht eindeutig in die Richtung, dass China seinen Einfluss in dieser Region mehren wird und der Einfluss der USA zurückgehen wird. Thomas Reichert in Hanoi, vielen Dank für das Gespräch.